Hallo und schön, dass du wieder einschaltest. Es wird Zeit. Grünhell, meine Lieben. Hast du eingesammelt vielleicht? Ich denke, hier oben geht so eine Art Pfad am Fluss entlang, wenn ihr mit. Perfekt, gehen wir. Ich habe nur noch einen toten Vogel eingesammelt. Da haben wir nochmal Ah, hier ist der Geronimo-Moment, okay. Das heißt, wir laufen ein bisschen im Kreis. Moment, jetzt. Ja, hier oben. Wie seid ihr denn da hochgekommen? Eigentlich hier nur am Rand entlang. Okay. Aber ich komme runter, weil da oben war ich schon. Da ist der Geronimo. Alles klar. Okay. Ich weiß nicht, ob dann am Fluss entlang oder was? Oh, Eingeborene. Oh ja, weg hier. Blubber Kopf. Eingeborene. Weg hier. Ja. Die finden das nicht ganz so lustig wie wir jeweils. Die gehen jetzt. Die gehen jetzt Geronimo. Ja. Diese Badezeit. Dir vor, was? Unten sind wieder diese Fuschte. Irgend draußen im Dschungel. Geronimo! Oh, wie geil. Früchte. Nice. Oder könnten wir hingehen und sagen, hey, wir sind gar nicht so verschieden. Ja, klar. Kultureller Austausch vom Feinsten, ne? Wie das? Log ich mal schnell die Schale? Nee, das war Guni. Jetzt lohnt sich's endlich. Ich habe gerade noch ganz viele von diesen Pilzen eingesammelt, die man nur gekocht zu sich nehmen darf. Ja. Das ist gut. So, und jetzt mangelt's halt an Fleisch trotzdem, ne? Habt ihr noch? Das ist leider bei mir auch nicht. Da war noch Eingeborene. Wir essen jetzt keine Eingeborenen, oder? Nein. Naja. Die kann man noch gar nicht essen. Natürlich kann man. Ich habe mal Kräuter gesammelt, ne? Sag mal, Daniel, nicht. Du gehst jetzt keine Eingeborenen jagen. Nein, ich jag halt alles, was, wenn hier irgendwas ist, dann jage ich gerade was. Wenn ihr, hat noch jemand Zutaten für zusätzliche Suppen? Ansonsten, Audi, könntest du das gekochte Wasser eigentlich in die Flasche aufnehmen. Okay. Hier. Alles klar. Tagebuch, neuer Eintrag, Fackel. Nice. Da hat doch wer eine Fackel gebaut. Nice. Mhm. Na dann, seid ihr ready? Rein ins kühne... Geronimo, natürlich. Oh Gott. Und die Fackel ist aus. Ja, das hat viel... Geronimo! Ups. Die leuchtet wieder. Mega stark. Geht einfach wieder, oder wie? Da ist einfach eine Napalm. Das ist ja geil. Ich glaube, das hat wehgetan. Ja, ihr Lieben, es tut mir leid, dass es ruckelt, aber. Da hat eine Blut, Nauri. Sollte ja, wieder gut sein bei dir, ne? Jawohl. Ja. Ich bin nicht ganz im Wasser gelandet. Oh, oh nein. Das sieht brauchst du was? Aus. Ich hab einen Verband. Ja, du musst trotzdem, immer links gucken, ob der noch dran ist oder nicht. Wie dran ist? Ja, der geht, der fliegt ab, wenn du dich zu viel bewegst. Okay. Ach so. Okay. Also ist unten Verband, ist ne? Ein verbundener Fuß. Ja. Also ist er dran, ne? Im Moment, ja. Okay. Ich habe auch noch welche dabei, also kein Stress. Okay, hier geht's wieder schon runter. Magen für Sie. Ah, jetzt regnet's. Ich hoffe, dass ich die nicht brauche. Ja, ist nicht lustig. Für dich. Für dich, ja. Ja, wir können hier unten lang. Ich wollte nur die Pilze holen. Ist auf jeden Fall ein Durchgang. Es ist mega dunkel, ne? Da. Ich hab jetzt keine Skorpione, ne? Oh, neuer Dialog. Ich nicht. Oh, ich hab immer noch... unzählige Dialoge halt. War wohl kein Skorpion.
Ja, mein Verband ist ab, aber ich habe auch keine Lupe mehr. Dann ist gut, dann hast du Glück gehabt. Jetzt können wir nicht mehr runter, ne? Jetzt, ob wir hier runter müssen, oder? Wieder gesund. Das ist ganz schön tief. Bist du da rübergesprungen? Ja. Das schaffe ich nicht. Ja, ich stürze also wieder ab. Jetzt, früher oder später müssen wir da eh runter. Ich bin unten. Das geht ganz gut. So seid ihr jetzt runtergeglitscht. Unfällige Schnecken. Da oben geht's eh nicht weiter. Oh, ja, hier. Ja, okay. Schnecken, sehr schön. Na komm. Das ist der gleiche Fluss, durch den wir jetzt gerade runter sind? Nee. Das wäre nicht so schön. Das ist noch eine Schnecke. Ja, aber ich kann die irgendwie nicht wegnehmen. Auch nicht. Aber du bist doch der Schneckenmann. Was bin ich? Der Schneckenmann. Warum bin ich denn der Schneckenmann? Weil ich laufe wie eine Schnecke? Na. Das sind meine Aufnahme drin. Du bist unser Schneckenbeauftragter. Sagen wir mal. Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder. Wo du jetzt von der Katze angegriffen wurdest. Vom Kätzchen. Ja, ja. Oh, da vorne war ein Schweinchen. Und eine Maus. Es schießt das Schwein. Lass die Maus. Ha. Hinterher laufen die verblutet nämlich. Ich habe Einwohnermusik. Kann aber auch sein, dass es wegen dem Beinchen ist. Also hier geht, ah doch, guck mal, hier geht's. Ich hab eine Lupe leider. Kleinen Moment. Ach Gott. Schwein. Bitte. Nicht. Nein. Daniel. Hast du eine Wunde? Nein, nein, Blutegel waren's. Immer noch? Nö, nee, sei es gut. Jetzt hast du wieder eine Lupe. Weißt du nix. Jetzt soll es gut sein, ne? Ja. Gehen wir hier lang? Ja. Da ist eine Brücke. Oh oh. Oh, die ist kaputt. Neuer Tagebucheintrag. Müssen wir die heile machen? Könnte ich mir vorstellen. Oh, das wäre krass. Vorsicht, Schlange. Bei mir? Im Prinzip bei uns, ja. Ich mach. Das gibt wieder Fleisch, Leute. Ja, wenn wir Feuer machen. Ich hätte jetzt zwei Schlangen, ne? Wollen wir das kurz machen? Ich würde einmal kurz Tagebuch lesen. Wir sollen zu Lambda 2 hin. Es gibt eine Brücke Richtung Westen, aber die ist natürlich eingestürzt. Ich habe verdammt nochmal einfach kein Glück. Ich kann also nur zu Lambda 2. Nein! Was ist Lambda 2? Ich glaube, ich habe dir gerade den Arsch geschossen, mein Schatz. Das tut mir leid. Ja, aber Lambda 2 waren wir doch schon. Das war das, Halleluja. Das ja, oder war das, wo der Steinkreis ist. Ich glaube auch, ja. Ist der Pfeil jetzt in deinem Hintern? Nee, das ist nicht Lambda 2. Doch? Gibt's nee, hier, guck doch, steht doch da. Gibt's hier sonst würde das ja da stehen. Teammitglied. Du kannst ja, den Pfeil rausnehmen und guck mal, ob er blutet. Ich hab ihn nicht gefunden. Tja, dann ist er wohl glaube, er hat es gar nicht mitgekriegt. Immer zu sehr auf das Schwein fixiert. Deswegen wolltest du mitspielen, ne? Du wolltest mich töten. Nein, ich wollte auf das Schwein schießen und du bist nie Schussbahn gerannt. So kann sie sagen, es war am Spiel, es war keine häusliche Gewalt da. Es war dschungelische Gewalt. Es gibt keine häusliche Gewalt. Da drüben links wäre das Schwein, ne? Und es glitscht. Also du könntest es echt einfach abschießen. Wo? Bei mir? Da links oben? Ich sehe mal gar nichts. Ich sehe es. Oh, jetzt ist es down. Ja, jetzt ist es down. Oh, oh, eingebunden. Oh nein. Ich höre. Kann irgendwer kurz das Schwein noch zusammensammeln? Wo kommt die denn?
Holt das Schwein und weg hier. Schwein? Holt das Schwein und weg hier. Ja. Ich sehe es ja nicht mal. Edels. Nauri ist. Nauri ist dabei. Nauri, hast du? Ich bin dabei. Guni beschützt dich. Und weg. Ich bin zu schwer. Oh nein. Oh nein. Wer spuckt da? Ich weiß. Steine raus. Geht wieder. Wo? Ab dafür. Oh oh. Was heißt? Oh oh. Was? Hier geht's irgendwie weiter. Oh nein. Oh ja. Oh oh. Da kommt er. Nein. Kommt er? Ich muss mich sauber machen. Er bleibt wieder stehen. Das war knapp. Kann ich mich hier? Nein, ich kann mich nicht wäschen. Ich muss mich wäschen. Ist nicht wichtig, wenn du nur dreckig bist. Ich habe gerade Blut an mir. Ja, ist nicht so wichtig. Du darfst jetzt nur nichts essen. Oh, Katze! Katze! Oh nein! Wo? Wo ist die Alte? Bei mir! Komm weg, komm weg, komm weg! Oh, sie kommt! Oh, shit! Nein! Treffer! Oh, sie hat mich erwischt! Dritter Treffer! Uff! Oh, mich hat sie übel erwischt! Ich bin erwischt. Oh, Scheiße. Betten bauen. Ganz, oder eins zumindest, ganz schnell. Oh. Mit dem Typen im Nacken, ey. Ja, nicht nur geil. Ja. Den Gang. Hab ich auch erwischt? Nee. Oh, ich hab. Hat noch jemand einen Verband? Meine Energie ist fast down. Hat noch jemand einen Verband? Ja, ich mach's dir raus. Kann ich den haben? Ja. Dankeschön. Hab noch einen. Shit. Schneller. Ach komm. Oh. So Betten bauen, oder? Fieber. Oh nein. Hier ist ein Bett. Oh, ich sterbe. Leg dich schnell ins Bett. Wegen Speichern. Wo ist das Bett? Hier bei mir. Schneller. Oh nein! Mach schnell! In Verwendung! Nein, ich bin tot! Nein, ich bin nicht tot, ich bin nur... Ist da, leg dich hin. Keiner guckt hin. In Verwendung! Nein, ich bin umgefallen! Kinder. In Verwendung! Was? Ich schau nicht hin. Mach schon! Vorgetreten. Was ist denn jetzt los? Wie gemein! Flora! Weg! Jetzt leg ich hin! Oha! Oha! Wow! Alles klar! Ich bin umgefallen! Klarer Fall von Ladies First! Der Schneckenmann wird mal einfach zu priorisiert, ne? Es ist doch nur der Schneckenmann. Hast du noch die Maden, Daniel? Warte mal, ich muss Alter, mal da kurz... sind Einwohner ohne Ende, ne? Ja, ich sterbe halt. Was hab ich? Ich hab Maden. Alles Maden. Ja, die leben noch, ja. Ja, für mich auch noch. Ich brauch zweimal Maden. Oh, habt ihr gelegen? Ja, weil drei. Ich müsste mich auch kurz. Hier liegt einmal Maden. Alter, die sind hier, ne? Ich zuerst, Schatzi. Ja, ganz kurz aber nur, weil wir haben hier gerade ein kleines Problem mit fremden Menschen. Ja, ich muss nur kurz ein bisschen Energie aufladen, Mann. Ist diese Scheiße. Warum bin ich so langsam? Go. Leg dich hin. Oh, umgefallen. Mist. Ja, Moment, ich muss erstmal. Nein. Was für eine Action. Junge. Und jetzt tut mir leid, aber ich sollte auch noch mal Verbände haben. Ja, ich leg raus. Wenn ich gleich wach bin, kann ich noch einen abgeben. Ich hab noch einen. Schneller. Ich hab Fieber. Oh shit. Ey, solange die nicht kommen, ist alles cool, ne? Aber die werden wahrscheinlich schon gleich hier auftauchen, die Jungs. Geh da vorne ein. Ich bin noch immer so langsam. Oh, ich kann den bist noch du nicht überladen, anlegen. Schatz? Wo sehe ich denn das? Die ist faul. Auf das deinen Rucksack faul. Und dann steht da oben so und so viel von 50 Kilo. Ja.
Das muss ich eh essen. Oh, oh Mann, Mann, Mann. Muss ich auch was trinken. Ich bin halt jetzt dann echt gleich hinüber, eben, ne? Dann... Ich hätte Schmerzmittel. Schmeiß das Wichtigste raus und geh den Freund davon umarmen. Oh, und Dingsen. Aber kurz, vielleicht reicht's noch. Nein. Ich glaube, es geht schneller, wenn du... Moment. Zeitliche Segen. Nummer 1 gemacht. Segnet das? Ja. Ja. Ich habe mich mal kurz hingelegt. Warum mein ist mein... Ah, ich habe was gegessen. Ah, das war so witzig. Aber ich musste was essen. Gut. In Verwendung, in Verwendung. Flora legt sich einfach hin. Hast du mal noch mal einen Verband? Ja. Vor dir liegen, noch, liegen zwei. Noch zwei. Ah Stücken. Ja, ja, alles klar. Aber der Regen ist gut, der macht mich sauber. Hat jemand noch von diesen roten Pilzen? Nein, hier. Nicht mal allzu viel. Hat es gerade aufgehört, soll ich denn? Ah, ne. Okay, Lupe ist verdorben. Erledigt. Hier liegen noch so Pilze. Danke. Oh, ich muss trinken. Ist kein Wasser, es regnet nicht mehr. Hier, gut. Hier. Oh. Perfekt, danke schön. Ich habe aber leider auch schon mal getrunken, also sie ist nicht mehr ganz voll. Wasser wäre gut. Aber jetzt Daniel, echt... wie geht's dir eigentlich? Soweit eigentlich alles bestens. Mich hat die Katze halt auch nicht angegriffen, muss man dazu sagen. Ne? Ich hab... Okay, mit mir sollte es wieder einigermaßen gut gehen. Wird das beschleunigt, wenn ich mich zum Schlafen lege? Wenn du ja. Fieber hast, ja. Ich habe kein Fieber, aber Verband ist halt allgemein auf. Geht's schneller alles, wenn du schläfst. Okay, ja. Perfekt. Aber Daniel gönnt sich gerade. Wir sollten dann sorry, aber hier auch mal... Bett und Lagerfeuer machen, weil ich hätte jetzt ein Schwein und einen Puma. Okay. Und Daniel hätte ja auch noch zwei Schlangen. Ja, ist ja die Frage, ob wir jetzt schon wieder... Nur ein Feuer. Ja, dann, ja, naja. Außer aber auch diesen Schutz, wenn ja. Es anfängt zu regnen, ist wieder aus. Ja, oder wir machen schnell. Warte mal, ich hat ja jetzt gerade eben erst geregnet. Aber da waren halt die Dudes da vorne, ne? Ich will ja nicht sagen, keine Ahnung. Ich muss mich kurz hinlegen, ja, und ich würde vorschlagen, vielleicht ein bisschen weiter. Das wird ein bisschen oder? Weggehen, ja. Oh, meine Gesundheit ist halt immer noch komplett am Arsch, ne? Jetzt ist doch besser wieder. Alle Dudes. Ich hab zum Anzünden. Kannst warte. Du was hinlegen oder machst du? Ich kann's dir hinlegen. Legst du irgendwo ans Feuer? Ja, vor oh, dir. Oh, oh. Was? Oh, oh. Die kommen. Lass uns gehen. Hab ich gerade Feuer gemacht. Hm. Wir sollen warten. Ja, warte. Ich höre die schon anhupen hier. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Ja, die kommen echt. Daniel, alle, die hier zum Pfeil und Bogen haben, bitte schieben. Wo sind die denn? Links, links von dir. Da bei den Bananen unten, siehst du? Da waren die vorhin schon. Die sind auch weit weg. Okay. So, dann kocht. Ich guck. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Er kommt direkt hinter dir, hinter dir. Der schmeißt Dinge. Er schmeißt Dinge? Easy going. Das habt ihr ja gut. Schlachtet ihn nicht. Da ist der nächste. Ja. Der hat noch Pfeile da, ne? Warte, ich umlauf. Wow, wow, wow. Okay. Noch einer. Da kommt der nächste. Wo? Hinter dir. Ja, lass mal, Daniel, das machen wir. Der Superschütze. Ich sag's doch. Ist doch kein Ding. Köpfe sind sie machtlos. Oder braucht man für das Fleisch keine Schalen, ne? Theoretisch nicht, aber wenn du sie mit Suppe machst, gibt's mehr. Aber wir haben kein Wasser, oder? Bisschen habe ich noch. Ich nehme hier mal so ein Stammesspeer mit. Ja, ja, ja. Was schmeißt ihr denn dafür weg? Noch Messer brauche ich nicht mehr. Rein da! Ich schau dir hast auf. Du jetzt in die Suppe was reingemacht? Ja, klar. Äh,
Habt ihr noch irgendwas zum Trinken? Hier liegen zwei Pfeile. Warte mal, ich hau hier noch Wasser rein. Jetzt noch die fetten Flaschen, so, wollte ich gerade sagen. So. Oh nein, nee, das hab ich. Was denn? Was ist los? Ich habe ihn aus Versehen geschlachtet. Ja, das macht einen mental fit, sag ich dir. Nee. Das Fleisch ist gekocht, wenn ihr wollt. Oh, perfekt. Ich schmeiß das Menschenfleisch hier raus. Machst du nochmal Wasser? Ja, Moment. Ich kann noch eine Schale. Okay. Ich hau noch Schnecken rein. Es fängt an zu regnen. Lass erstmal das Fleisch. Ich hab ach so, ja, okay, ganz viel Fleisch, Leute. Ja, perfekt. Dann mach schnell. Ich bin soweit wieder fit. Oh, ich hab kein Wasser mehr. Es regnet, oder? Ja. Mir fehlt halt Blau, Rot und Grün wieder. Ja, bei mir auch. Das war's. Ja, dann? Müssen wir hier runter, oder? Guni. Ja? Wenn du mental ganz fit bist, dann gönn dir einfach Schnecken so, dann hast du Rot. Perfekt. Was warst du noch? Wo hast du dein Panzer mit? Grün. Nüsse. Und trinken halt. Es regnet, Leute. Gelb könnte ich dir noch geben. Gelb habe ich auch, das ist okay. Nee, ansonsten hilft nichts, dann müssen wir weitergehen. Ja, kein Ding. Sollen wir da hingehen? Guck mal, hier sind noch ganz viele Bananen, die geben doch Gelb, oder? Ja, aber Gelb, nee, Gelb braucht er nicht. Ah, okay. Vorsicht, links sind Ameisen. Okay. Wo? Habt ihr euch einen Stammesschwamm mitgenommen, Mädels? Ja, ich sehe schon Flora, perfekt. Ja. Also Knochen könnt ihr theoretisch von dem mitnehmen. Das macht euch, glaube ich, mental nicht fertig. Aber ich Essen... Warte mal kurz, da ist eine Kokosnuss gefallen. Hier ist eine Höhle. Oh nein, eine Nuss. Okay. Oh, okay. Ich habe einen Funkspruch. Ja, ich auch. Was, die sind hier? Was denn? Flora, hier ist der Schlingflang. Oh, was ist das? Ah, da ist Schlingflang wieder. Schlingflang. Wie sind wir denn hier hingekommen? Ist vielleicht ein anderer Ort? Also ich würde sagen, wir gehen mal auf 35. Mal. 35, 30. Das ist... das wäre... in diesem roten Bereich. Dann hole ich die Uhr raus und wir gehen einfach straight dahin. Okay. Ne, warte mal, was? Doch, ah ne, eigentlich 32, 30. Ja, wir sind jetzt ja bei dem Camp. Hä? Wir sind jetzt bei dem Camp, wir sind kurz vor dem Flugzeug. Ne, wir sind beim Aufzug, wo ist denn der? Wir sind da oben bei der Mine, bei dem Aufzug. Ja, genau, ja. Bei 40 irgendwas. Ja. Aber wir wollen ja zu, sagen wir, 32, 30 in diesem verbrannten Bereich. Und? 32. Also nach Osten, nicht wahr? Ich hab mal Schlingfang noch scharf gemacht, ne? Das ist nicht nett. Ich war müde. So, also nicht dahin, von wo die kamen, sondern... andere Richtung. Als ob wir da hinten noch nie waren. Da waren wir doch. Aber vorher muss ich mich waschen. Naja, es regnet nicht mehr. Wir könnten theoretisch das Feuer wieder anmachen, aber es hält halt nicht so lang, ne? Ich hab ja auch keinen Plan. Und es fängt gerade schon wieder an. Dann denke ich mal, einfach mal weitergehen und schauen, dass wir wieder Fleisch aufsammeln können. Fängt schon wieder ich habe ja noch Fleisch. Ach so, ja, natürlich. Ich habe doch noch. Wie gesagt, es regnet noch. Es wäre jetzt hier wäre Wasser zum Waschen. Flora, wir gehen links, ne?
Aber der Regen wäscht dich doch auch. Also ich war gerade eben ganz ja, dreckig. Beim Regen wärst du sowieso sauber. Auch sauber, ja. Aber wir brauchen Wasser zum Kochen, oder? Das ist ein guter Einwand. Sehr gut, ja. Ich glaube, da hinten waren wir noch nicht. Ah, da kommt da unten, das auch, Flo, da ist auch Wasser. Also entscheide dich mal, ich werde gleich ohnmächtig. Oh. Also gleich so. Wo bist du denn? Hinter euch, glaube ich. Oh nein. Warte, ich komme. Ich fall gleich um. Dann komm schnell runter. Komm runter, ja. Gehen wir jetzt über die Baumstammfeuer? Nee, ne? Würde ich sagen, doch. Aber was brauchst du denn am dringendsten? Ja, was brauchst du denn eigentlich? Blau und rot. Ist komplett leer. Ja, ich komme. Ich hab nur gelb. Gelb ist warte mal, du hast noch einen Egel, warte. Sollte passen, ne? Geh mal vor. Achso. Wie sieht's aus? Nicht, dass du mir über den Stamm hinweg kippst, ne? Du weißt, was mit Stämmen ist, oder? Ja. Flora und Stämme. Flora, Flora. Du schaffst das. Ah, ja. Hey. Der Stammesspeer ist quasi wie so ein Balance-Stamm. Was? Da müssen wir aber hier war aber echt noch nie, oder? Nee. Vorsicht. Oh. Hier, da geht's weit runter. Nee. Ja, wahrscheinlich ist da das Gebiet, wo der Fahrstuhl. Aber guck mal, da unten runterkommt. Ist ein Lager. Da Lager? Sind Häuser. Rechts. Es ist wahrscheinlich diese Goldmine. Kann sein. Stimmt. Der Aufzug war ja auch da hinten. Habt ihr mir schon gestanden, dass wir den Stammes... Ja. Ja. du hast Egel, Schatzi, bleib mal stehen. Entegel mich. Meine Rechte und... Ah! Danke. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr freut euch auch schon auf morgen, auf die neue Folge. Ja, wie ihr seht, wir hatten Spaß. Richtig viel Spaß. Ja, dann freut euch mal auf morgen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Bye.